Hallo und herzlich willkommen, liebe Gruselfreunde, hier einer Runde Dead by Daylight mit dem unglaublichen rauchenden Aggro-Zwerg. Mit einem Gast-Let's Player, Lausderndl. Hallo. Genau, Laus von Ladislaus, der Vorname Draculas und Derndl von Dirne. Und natürlich mit den unfassbaren, mörderhaften Shotty McShort. Hallo. Hallo. Hallo, Mörder. Ja. Ach, soll ich jetzt eigentlich bei Discord in den anderen Channel gehen, oder? Ja, kannst du tun. Aber erst wenn es startet, oder? Dann könnt ihr absprechen. Ja, wir werden sowieso total versagen, aber es ist, also ich zumindest, weil ich bin da echt scheiße, glaube ich. Außerdem erschrecke ich mich. Ach, von mir doch nicht. Bin doch so nett. Ich weiß gar nicht, was für ein Mörder du bist. Oh, ich hab noch gar keine Perks gewählt. Ich nehme mal den und den Fußballspieler-Perk. Ach, warte mal, dem fällt da irgendwas runter, das ist gar kein Fußball. Okay, ich bin übrigens am Anfang jetzt noch privat, damit wir ein bisschen reinkommen. Und wir keine Ahnung haben, wie lange das dauert mit der Warteliste, wenn man jetzt wirklich online spielt. Aber das sehen wir danach, ja. So, ich muss erstmal meine Hauptlautstärke so ein bisschen runterschrauben, weil ich glaube, sonst pfeift mir gleich die Ohren weg. Okay, ich bin bereit. I am ready. Akko, warum brauchst du so lang? Solltest vielleicht nicht so viel reden? Nein. Ja, aber nein. Nicht wirklich. Bart euch das mit dem dunkelsten Mondlicht. Ich habe schon hellstes Mondlicht genommen. Ich glaube schon. Außer wenn drei Leute vielleicht dunkelstes Mondlicht nehmen. Ich weiß gar nicht, was ich genommen habe. Wir werden ewig leben! Habe ich genommen. Ewig. Das ist der Fußballspieler-Perk. Das schaut so aus, als würde er irgendwie einen Hirnfußball ausstoßen. Das ist eine gute Frage. Wo? Das ist bestimmt ein Hinweis. Ja, genau. Ja, das sind Tipps. Tipps. Es sind Tipps. Schon länger jetzt, glaube ich. Das letzte Mal, als wir gespielt haben, war der auch schon da. Aber die Tipps sind relativ neu, glaube ich. Ja, nee, das sehen aber das Tolle ist, man sieht's nur bei Aggro. Natürlich gut. Ja, bei dir wird man's ja. Sag mal, ist das gerade der Ernst von meinem blöden Handy, dass mir das Twitch-App erklärt, dass ich, wenn ich nach rechts wische, auch nach anderen Kanälen suchen kann? Das finde ich schon irgendwie ziemlich lustig. Nach rechts wischen bist jetzt doch bei Tinder wieder. Ja, scheinbar. Ach, Twitch und Tinder, ja. So, jetzt ich geh da mal ortet in den... Dann, ich bin jetzt dann weg, okay? Oh nein. Oh nein. Sag mal, wie schleicht man... Ah ja, genau. Gut. Fuck, ich an, oh, nö. Ich
Fuck, 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 fuck! Alter. Nee. Sag mal, ich verstehe. Oh Gott, Panik! Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht und ich will's. Alter, ich will's. Alter, ich hab Angst. Alter, ich hab irgendwie das ganze Zeit das Gefühl, mich verfolgt jemand. Ich hab so eine komische Musik. Fuck, 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 fuck. Ja, du vielleicht nicht. Au! Er ist die Jägerin. Dieser verdammte Hurensohn. Na super, ich bin beim Haken. Man kann mich gleich aufhängen. Au! Ah. Ach, verdammt. Er hat mich. Ach, Leute, ich wär von der Frau vergewaltigt. Ach, wiggle, 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 wiggle. Verdammt! Oh, nö. Dieser dreckige Mistkerl. Ach komm, ich mach mal einen Fluchtversuch. Hat nicht funktioniert. Einen machen wir noch. Ah. Ja, ich tue. Toll, du hast den Vogel aufgestreckt, Seemann. Ich will meckern. Oh nein. Okay, bei uns hat gerade Paul 3x ein Video kommentiert, habe ich gerade gesehen. Danke, Paul 3x, auch wenn du noch nicht da bist. Pass auf, pass auf, pass auf! Er hat dich. Das heißt ich gleich. Warte mal, er verfolgt dich nicht. Ich glaube, er geht andersrum. Er ist andersrum gegangen. Ja, siehst du? Jetzt hat er dich gleich. Er zieht schon auf. Fuck. Scheiße. Schaffe ich's noch? Jetzt. Wiggle, 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 wiggle. Heißa. Warte mal, vielleicht bin ich fähig. Pass auf, der ist dann in der Nähe. Warte. Warte, ich schau. Ich passe auf, dass er nicht kommt. Okay. Ich glaube, er ist gerade auf der anderen Seite. Stopp mal. Super, danke. Ich hol mal den Seemann von der Angel. Ich habe so das Gefühl, ich höre ihn, aber ich. Jetzt komm schon, lauf! Oh fuck! Wo ist er denn? Ich bin ganz in deiner Nähe. Ich bin draußen. Fuck. Ach nein. Hat er dich? Nein, ich bin draußen, mit rausgeschmissen. Ah, verdammt.
Shit. Ja, das ist richtig dumm, wenn es sich jetzt gerade rausgehaut hat. Weil erstens schaffen wir es auf gar keinen Fall. Wir fuck. Ja, ich weiß schon, jetzt hat er mich eh gleich. Verdammt. Ich will nicht sterben. Fuck. Alter, renn du. Elender. Das ist ein... Alter. Jetzt habe ich gerade so rumgeschlagen, dass meine Uhr abgefallen ist. Scheiße. Fuck. Okay, ich muss in die Uhr ein neues Band machen. Das ist gerade tatsächlich das Band von meiner Uhr abgerissen. Das gibt's doch gar nicht. Ach, Hauptsache, ich schreie ein bisschen rum. Alter, Space! Niemals! Ace Visconti gibt niemals auf! Ja, ich sehe dich schon. Man wartet hier nur drauf. Sorry Leute, dass ich so laut rumklicke, aber meine Leertaste ist übelst laut. Aber wenn es eben um Leben und Tod geht, da hilft gar nichts mehr. So, jetzt müssen wir dann Lausdärndl mal bald wieder reinholen, wenn wir dann da alle endlich fertig gestorben sind. So, dann bin ich wieder. Lausdärndl hat rausgeschmissen. Ja, habe ich bemerkt und ich finde den Akkuzweck nicht, der liegt irgendwo. Wo liegt Fuck! Und wie war's? So ein dummer Mist. Ja, schön. Ja. Habe ich extra nicht gemacht. Das bietet sich bei dir auch total an, weil du halt die Äxte werfen kannst. Was für ein Berg. Echt? Ja, muss ich mal. Stehe ich gerade in deiner Nähe? Siehst du mich? Okay, ich will mal. Die Krähen sehen. Also, achso, ja, nee. Ach, hallo. Ich will mal auf was eingehen. Ja. Dann, wenn wir fertig sind. Wo ist denn der Keller? Da ist er. Wo ist wer? Der Keller. Ach, nee, jetzt fängt an zu strampeln. Nein! Ja. Ja, gut, wenn du zwei. Ich weiß nicht. Ich hab drei angefangen, aber kein fertig. Ja, und ich glaube, Scheiße. Für die Luke müsstest du noch zwei Generatoren machen, glaube ich sogar. Ja, man muss aber auch hier sagen, Shorty ist ein guter Spieler. Und Lausdärndl ist auch keine so schlechte Spielerin, glaube ich. Zumindest hat sie mich vom Haken geholt, ich spricht schon mal für sie. Nee, warte, sie hat mich vom... Was hast du getan? Nein. Du hast mich geheilt! Geheilt, ja. Die gleiche Taste. Ja, aber du läufst so... Nein, du sollst nicht im Keller sterben, im Keller ist so greiselig. Greiselig. Das ist Französisch und bedeutet abscheulich. Ah ja, die Pest. Ja, also ich muss sagen, das ist schon richtig schmeidig mit den Wurfäxten. Ja, das lag aber vielleicht auch eher daran. Also, haben wir kurz Zeit, dann will ich mal hier einen Kommentar hier vorlesen.
weil ich den gerade sehe, der ist gerade kommentiert worden, vor einer Minute, also schon ein bisschen länger her, auf YouTube von Paul3x, den kennen wir auch. Das über die, ich sag's jetzt einfach mal hier rein, weil kann ja auch mal sein, dass jemand vielleicht unser, also wir laden das ja wahrscheinlich bestimmt ins Archiv. Hey Leute, ich möchte euch für euren Channel mal ein Feedback geben. Pro. Ich finde es cool, dass ihr viele Videos macht. Das war erstens. Zweitens. Kannst schon aufhören. Ich wollte dann auch aufhören. Zweitens, ihr seid echt nett und sympathisch. Das passt auch gut für die Videos. Contra. Und da hat er erstens und hat, glaube ich, dann nicht gelernt, dass es, wenn man erstens schreibt, auch ein zweites geben muss. Ist egal. Aha, die jetzt Videos, kommt dann schon die Kritik an unserem Film. Die Videos, die ihr macht, also die Spiele, will echt keiner sehen. Spiele, die auch jeder sehen will, zum Beispiel Minecraft oder GTA, sonstiges, so macht ihr vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten ein wenig Abo Plus. Und Leute gucken mehr zu, ich bin seit eurem ersten Stranded Stream dabei, vielleicht kennt ihr mich doch noch, wir kennen dich natürlich. Ich würde es mega feiern, wenn ihr echt andere Videos macht und nicht Star Wars oder wie dieses Video. Es war übrigens unter Agros neuen Schlacht um Mittelerde Video. Viel Glück noch. Lieber Paul3x, bitte habt Geduld, wir machen mehrere Videos und bloß weil die jetzt momentan Content machen, der dich nicht interessiert, heißt es nicht, dass wir in Zukunft keinen Content machen, der dich vielleicht auch nicht interessiert. Deswegen finde ich es trotzdem sehr nett, dass du dir da viel Mühe gegeben hast. Wir hauen zwar viele Videos raus, aber wir arbeiten auch mega stark daran und wir haben alle nebenbei noch Studium und Jobs und deswegen, wie gesagt, es kommen auch mal andere Spiele, es kommt vielleicht auch mal hier von Agra, geht mal wieder mit Minecraft weiter und wir machen auch bestimmt mal irgendwie ein bisschen GTA, darauf haben wir uns auch schon verständigt, aber das wird alles in der Zukunft noch kommen und deswegen bleib einfach dran und schau noch ein bisschen zu und hab noch ein bisschen Geduld und alles Weitere kommt dann. Aber danke für deine nette Kritik und für den sehr schönen langen Kommentar. Außerdem, ja hier, man sieht es jetzt eh schon mit Dead by Daylight. Ich schreibe ihn auch nochmal persönlich zurück. Ein Schritt in die richtige Richtung, weil das ist auch ziemlich beliebt auf Twitch. Da schauen Haufen Leute zu und nur deswegen spielen wir das auch. Wegen dem Film. Es ist auch zu Mainstream für uns. Ach ja, naja, das kann man schon mal spielen. Ja, das kann man ja nebenbei aufnehmen, dann hat man auch ein. Das ist auch nicht ganz so pixelt, das ist ja kein Problem. Nee, also das will ich, ich will das schon mal machen, GTA 5 online. Auch vielleicht mit einem von euch dann. Ja, da verbrauche ich GTA 5. Ach so, ja. Ja, wir könnten auch. Ja, das, ich denke mal schon, aber das können wir ja dann auch mal zu zweit machen, Agro. Aber wie gesagt, einfach Geduld haben und das kommt dann auch wieder und bloß weil jetzt die Spiele ein bisschen länger sich ziehen. Wir haben jetzt sowieso unseren Algorithmus auch umgestellt. Vielleicht sollte man das noch sagen. Wir haben unseren Algorithmus umgestellt. Es kommen jetzt mehrere, Algorithmus nicht, weil es wird nicht automatisch hochgeladen. Wir haben unseren Rhythmus umgestellt. Aber, es kommen jetzt immer mehrere Spiele pro Woche und die sind auch schneller abgehakt und nicht mehr wöchentlich ein Teil. Das hat sich dann zu lang gezogen. Sag mal, soll ich jetzt nochmal Killer machen oder jemand anders? Mir ist es egal. Ich mache jetzt einfach mal Killer. Okay. Einfach, weil ich werde gnadenlos verlieren, wenn ich Killer mache, aber ich schreibe übrigens Paul3x dann auch bald zurück, direkt. Ja. Ich mache das dann schon. Okay, dann gehen wir alle aus diesem Lobby hier raus, oder? Ich bin schon draußen. Ist doch egal. Wir wissen ja nicht wie, ehrlich gesagt. Und Fluginski ist jetzt schon draußen. Von dem her. Ja, dann machen wir das danach. Ja, okay. Das mag zwar sein. Ja, aber jetzt trotzdem die Einladung bitte annehmen. Und diesmal kann ich sogar annehmen, ja.
kann nicht mit zwei Killern spielen. Oh, Moment, ich muss noch meine Perks ausrüsten. Ja, aber bei mir hätte das ja sowieso alles rausgeworfen, weil ich vorhin Killer war. Was ist denn das alles für Zeug? Kann sich ja keiner durchlesen. Ja, ich meine, wenn man sich auskennt, dann passt das ja. Nämlich das und das passt schon. Opfergaben brauche ich nicht. Item. So. Ich bin bereit. Ja, was tut's heute? Okay, gut. Spielbeginn in jetzt. Ja, aber ich habe jetzt nicht mehr zuschauen können. Die ganz. Ja, schade. Die ganze Zeit gelaggt wird es auch. Ja, komisch rüber. Abgefuckt. Relativ. Also, Leute, bitte merkt euch, dass es gibt. Abgefuckt und relativ abgefuckt. Ich hab gehackt. Ach so. Nicht in meiner Wahrnehmung. So, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich jetzt den hier spiele. So. Ach so. Ja, der geht raus. Ich bin ja mal gespannt, was er spielt. Vielleicht auch gleich die Jägerin. Hey, wenn er mit Michael Myers kommt, wie gesagt, ich bin raus. Könnt's mich mal. Ich leg schon wieder. Da hinten habe ich ihn gesehen. Ich glaube, es war der Doktor. Kämpfe gegen das Leggen an. Die Beste. Oh shit, Mann, jetzt kommt der mir entgegengerannt. Nö, das macht weniger. Ich glaube nicht. Unfassbar. Ganz schön blind, der Typ. Geht er mal ins Tor? Ich hab noch gar nichts gemacht. Boah, hey, bei mir, das ist richtig schlimm. Ihr Herzklopfen. Fuck, fuck, fuck. Ja, ich glaube, wenn er auch in der Nähe ist, dann ist es schlimmer. Vielleicht hat er einen Gegenperk. Nö, da hört man ziemlich wenig. Der ist bei mir. Der verfolgt mich die ganze Zeit. Dann ist gut. Aber das Problem ist, ich bin da. Ja, hab ich nicht. Ich hab's gesagt. Aber ihr habt es wahrscheinlich nicht gehört.
Ich soll vielleicht mal hier weg. Ach, hast du verkackt? Das ist gut. Ach nee, jetzt kommst du in meine Richtung. Fuck. Da hinten ist er. Muss halt. Ist ja egal. Jetzt ist er. Verfolgt er dir? Ja, er ist auch ziemlich weit hinter dir gewesen. Der ist nämlich irgendwie so komisch um den Hügel rumgegangen. Oh oh. Der klopft eindeutig was. Aua! Ja, ich hab grad geschrien. Kann er so oft einsetzen, wie er will, glaube ich. Hört dich einfach gern schreien. Hey, das war ich. Hey, nicht schlecht. Was Scheiße. Oh oh. Ich bin gerade bei der Hälfte von dem Generator. Sattenbuse, dann bleibt er bei dir. Ja gut, dann mache ich noch schnell Generator weiter. Wo bist du? So ein Camper. Kommt er jetzt? Ich habe gerade einen Generator gemacht. Wo bist denn du? Wir haben uns auf einem Generator. Ich sehe schon, wo er. Ja, ich sehe ihn. Nee, nee. Na, warte, ich glaube, er rennt jetzt wieder zurück zu dir. Ja, er geht wieder zu dir. Ja, ich denke mal, er wollte jetzt auch irgendwie schon nachsehen, aber. Mach mal halt. Zu zweit ein Generator und sind wir schneller. Okay. Mach mich durch jetzt mal. Hm? Oh oh oh. Hast nicht schnell genug gedrückt. Wo? Ja, aber du musst dann Leertaste drücken, das weißt du schon. Wir müssen mal Generator nochmal den. Welcher denn? Wo denn? Den da. Da vorne? Bist du? Bin so gut getarnt deswegen. Der läuft schon. Yeah. Ja, fast bis zur Hälfte. Bist schon Optimist. Oh. Ist nicht so gut, der kommt jetzt bestimmt. Ich glaube, er kommt, ja. Moin. Von wo? Boah, ich. Du hörst dich auch an. Ja, ich bin noch vorne. Wie kommt der überhaupt her? Scheiße. Keine Ahnung, das war ziemlich komisch. Mach mal einfach mal, oder? Weißt du, ich häng da mitten im. Ja, das ist natürlich auch teilweise ein Vorteil für dich, weil dann haut er vielleicht auch öfters in die Luft. Wir müssen es positiv empfehlen. Alter, war es knapp.
Ja. Also. Scheiße! Ja, man hat halt dann auch einen ziemlich Tunnelblick als Killer. Manchmal. Ich glaube, wir schaffen es. Ja, dann gibt es einen anderen Ausgang. Jetzt geh doch auf, du scheiß Ding. Der kommt. Schnell, schnell, schnell. Oh. Oh. Ja, siehst du, es kommt davon, wenn man campt. Da haben wir währenddessen einen Generator machen können. Ja. Das ist eigentlich eine ziemlich blöde Taktik, wenn sich die Gegner abhaben. So. Wenn sich die Gegner absprechen können. Ja, das mag schon sein, aber ich habe ehrlich gesagt etwas ausprobiert, den zu spielen, um ehrlich zu sein. Ich habe nämlich gar nicht gewusst, dass der... Die Elektroschocks, die sind halt ziemlich mies. Die sind scheiße, aber ich habe in den ersten, keine Ahnung, 5 Minuten gar nicht gewusst, dass ich die einsetzen kann. Moment mal, ich kann ja diese scheiß Elektroschocks auch einsetzen und ja. Dann habe ich es erst gemerkt. Und dann bin ich nämlich ewig lang... Lange habe ich nicht bei ihm gecampt. Ich bin dann auch immer mal wieder weggegangen. Ja, du... Zweimal. Ich bin zweimal weggegangen. Nee. Das ist hinter die Mauer. Ich habe mir gedacht, vielleicht kommt ja jemand. Ganz genau, das habe ich mir gedacht. Und dann bin ich aber weggegangen und habe ich nach dem Generator... Ja, es war mir schon klar, dass das nicht an mich geht, aber das war mir ehrlich gesagt schon nach den ersten 2 Minuten klar, dass das nicht an mich geht. So. Ja, gut. Zu Überlebenden wechseln. Ich will nicht mehr. Ich will jetzt wieder Überlebender sein und der Form gehalber ja, will ich sterben. Wenn es dann in den Pakt gleichzeitig zu streamen und Killer zu sein. Ich bin ja noch der Host. Ja, stimmt, das ist ja mal interessant. Ah. Es war keine Option wie ich, der Killer war, weil warum auch? Na gut. Sag mal, bin ich gerade mit mir selber eingeloggt? Mal schauen. Nimm mal wieder die Werkzeugkiste, die ist ziemlich praktisch. Eigentlich irgendwelche neue Kleidung? Nee. Zumindest nichts gratis. Eieiei. Das ist aber Stress pur immer. Ja, und dann habe ich erst nämlich gemerkt, okay, geil, Elektroschocks. Und ich habe nämlich dann sogar die Lausedirne schreien gehört irgendwann. Die habe ich mir erwischt mit einem Elektroschock. Habe ich dich mal erwischt mit einem Elektroschock? Ja, habe ich mir gedacht, bloß ich habe dich da nicht mehr gesehen. Habe ich gewusst, jetzt ist sowieso vorbei. Aber jetzt weiß ich immerhin, wie man den spielt. Aber der Scheiß bei mir ist, wenn ihr immer durch Fenster zum Beispiel steigen möchtet, das hängt immer. Ich hänge dann immer mit einem Fenster. Ja, habe ich dich nicht einmal erwischt? Nee, warte mal, wen habe ich denn? Irgendjemand habe ich wieder zurück rausgezogen aus dem ganzen Scheiß. Ja, aus der Scheiße habe ich ihn gezogen. Wahrscheinlich. Ich glaube, es war aggro. Du bist einmal echt wirklich schnurstracks an mir vorbeigerannt. Ich bin an meinen Dorten gehockt und bist direkt auf mich zu. Ich habe gedacht, fuck, jetzt hat er mich gesehen. Bei mir. Ja, vor allem, man sieht ja immer nicht, was der Killer sieht. Man denkt immer, wenn der Killer in die Richtung schaut, dass er einen direkt anschaut und einen schon gesehen hat. Der Killer sieht eigentlich sieht er nicht viel.
Eigentlich ist er ein blinder Hund. Wenn er ein bisschen, also wenn er Erfahrung also hat, dann weiß er natürlich, wo sitzen die Arschlöcher, aber ich kann ehrlich sagen, ich. Ja, und was man aber auch merkt, ja. Ihr habt ein einziges Mal hat's geknallt, oder höchstens zweimal, das weiß ich nicht mehr, ich glaube nur ein einziges Mal. Ihr habt halt einfach die Shortcuts schon drauf. Habt ihr nicht drauf. Ja, ja, am Anfang hat es ein paar Mal geknallt, aber dann gar nicht mehr. Ja.
rauskaut. Die ist da. Ah, okay. Hallo? Hallo! Durch die Luke. Ich bin Architekt, ich weiß, wo geheime Gänge verlaufen. Ich hab dieses Gebäude geplant. Ja, er hat sich im Schrank versteckt. Du bist in die falsche Richtung gegangen. Ich war genau im Schrank und einmal bin ich 2 Meter an dir vorbeigelaufen und du hast mich... Naja. Ja, nicht immer, beim letzten Mal nicht. Ja. Aber immer öfter. Ja, vor allem leckt es einfach die ganze Zeit Baum. Mit. Hat's mich vorher auch so ein bisschen. Aber der Stream lief flüssig, hab ich gesehen. Hä? Fenstermodus vom Dead by Daylight. Load. Dann spiele ich anscheinend nicht im Fenstermodus. Ich spiele im Fenster. Aber doch, dann musst du halt. Das geht schon. Ich kann euch aber trotzdem einladen, also anscheinend bin ich da. Ja, sollen wir es mal online probieren? Kann jeder einladen oder nur der Host? Ich kann jetzt nicht einladen. Ja, also kann ich einladen, dann bin ich auch der Host. Der Host. Ja, weiß ich nicht. Was machen wir jetzt? Hören wir auf oder hören wir nochmal? Ja. Können wir probieren. Dann gehe ich mal zurück. Dann gehe ich auch mal zurück. Ja, ist doch scheißegal. Ich klicke mal Überlebe mit Freunden. Und dann muss ich euch einladen. Ja. Ach so. Zack. Dann sind wir quasi zusammen in der Lobby und unsere Lobby sucht eine andere Lobby oder irgendwie so. Setzen uns in die Lobby. Und knallen uns die Birne zu. Puh! So, da nehme ich jetzt keine Gegenstände mit, wenn ich da sterbe, verliere ich die. Und ich gehe davon aus, dass wir sterben. Ja, ich auch. Ich gehe davon aus. Ja, dann warte mal, wie Ausstattung. Blutnetz, Schrein, wie nimmt man sich Gegenstände überhaupt mit? Kommt darauf an, ob du Gegenstände hast. Bei Ausstattung. Ich glaube, ich habe gar keine. Ausstattung habe ich nur Perks. Ja, dann hast du keine Gegenstände. Gerissenes Fleisch. Du hast einen wirksamen Weg gefunden, um auf Bären fallen und Haken zu entkommen. Erhöht 5% die. I'm ready. Ich bin ready. Rot 3 bereit. Roter Oktober bereit. Simply Red bereit. Na gut, jetzt warten wir. Hoffentlich dauert es jetzt. Keiner hat's gehört. Wir haben, glaube ich, auch keine Zuschauer dahingehend. Wir haben einen. Das, glaube ich, bin ich. Ach, okay. Wir haben den Killer. Geil. Sehr schnell gegangen. Ja.
Nee, ich bin Brooks Ecke, also zählt's mich nicht mit zu dem einen. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was du da sagst. Hat ja nicht. Das wird später noch zu diskutieren sein. Jetzt geht erstmal um das nackte Überleben. Genau. Ja, ich glaube trotzdem, dass die Leute das nicht sonderlich interessiert. Mutters Behausung, Roter Wald. Also mich, wenn ich so Mutters Behausung, Roter Wald sehe, dann denke ich natürlich als erstes daran, warum hat die Mutter ihre Tage so schlimm, dass der Wald sich rot eingefärbt hat? Wahnsinn. Ach, das ist fucking Michael Myers. Ich höre was. Oh Gott. Wer schreit denn so? Irgendjemand schreit doch so. Wer schreit? Oh, ich sehe was. Ich habe jetzt. Wer ist denn? Ich sehe ihn. Es ja, ist es Michael Myers. Das sag ich doch. Jetzt kann ich nicht rausgehen. Oh, zack. Fertig, jetzt voll erwischt. Ist da Hakenglätte? Ja. Sag mal, ob er campt. Ja, typisch Michael Myers. Ja. Immer nur. Nee. Fuck. Ups. Sag mir mal, ob der jetzt wenn er vor dir steht. Lass lieber hängen die ganze Zeit, das kostet dir nämlich Mann, Zeit. Mann, jetzt bin ich extra zu dem nahesten Generator gegangen und hab den detonieren lassen, damit er angelockt wird, damit, ja. Ja, wollte Idee, ich nämlich, aber, das war meine Idee. Aber manche Camper sind einfach so stur. Boah, ich bin schon wieder draußen. Scheiße. Ah, das ist blöd. Ich habe einen Generator gemacht. Jetzt komm zu mir. Ach. Er campt immer noch, oder was? Ey, so ein Pisser. Ah, seine. Ja. Wenn er sich eh nicht bewegt, dann hätte ich auch gleich bei den einen bleiben können. Ärgere ich mich sowieso schon. Ja, aber jetzt muss ich halt nur noch einen Generator finden, vor dem ich nicht fliehen muss. Das würde mich auch gerne am Auge kratzen, aber es geht nicht. Mann, den hast ja du schon. Ja, mach doch mal mit hier. Dann geht's doppelt so schnell. Ach so, ja, das ist gut. Das ist eine gute Idee. Ja, jetzt kommt er dann bestimmt gleich, weil du tot bist. Fuck. Schau mal in die Richtung. Den. Fuck. Ich mach weiter. Der läuft. Ja, ich stand direkt vor ihm. Ist er noch hinter mir? Ist noch hinter mir, oder? Ja.
Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, aber noch hinter mir ist. Er ist nicht mehr hinter. Er ist auch hinter mir! Ja, jetzt hat er mich gleich. Scheiße. Oh! Jetzt wird er wahrscheinlich bei dir auch campen, oder? Ja, das mach Generatoren. Ich muss einen Generator finden, ich weiß nicht. Ah, Mann, sein Arschloch. Scheiße. Nee, er campt nicht. Ja, vielleicht campt er oben, aber ich gehe mal in deine Richtung. Ja, nee, geh da nicht runter. Damit rechnet der. Ja. Aber dafür ist er bloß laus, Dirndl. Ich war übrigens vorhin in der Runde als Ja, der hat mich. Der. Ja, ich schau nach unten auf den Boden. Ja, natürlich hat er mich gesehen. Geh weg, du Lurch! Nee, ja. Das, ich zeitlich das ist eine Falle. Hier ich unten, das ist sowieso das Dümmste. Geh doch weg. Ja, jetzt ist er auch noch schneller. Ich will nicht sterben. Ich bin irgendwie schon froh. Nee, aber das Schlimme ist, du wirst doch da irgendeinem Gott geopfert, oder? Hä? Man wird doch dann irgendjemanden geopfert eigentlich, ja, ne? Wenn du tot bist. Das heißt, dass ich im Tode auch keine Erlösung finde. Nee, zumindest nicht, wenn du aufgehst. Ach, ich sollte vielleicht wickeln. Weiß das jemand zufällig, wem man da geopfert wird? Würde mich interessieren. Heißt das Ding, ich weiß auch nicht. Ist halt ein Dämon oder so. Ich hab's auch nicht verstanden. Entitus. Entitus. Ja, das ist einfach so ein Ding. Ja, dann würde ich sagen, glaube ich, war's das mal, oder? Sein, ja. Lassen wir es für heute gut sein. Und dann tun wir vielleicht mal mit besserer Internetverbindung spielen, wo wir dann alle nicht rausfliegen, wenn wir das nächste Mal das machen. Genau, der Stream ist jederzeit wahrscheinlich verfügbar. Verfügbar auf